Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste auf den Tribünen, die Sicherheit oder die Sicherung des kulturellen Angebots im ländlichen Raum, das ist ein wichtiges Thema. Und die Problembeschreibung im Antrag der Koalition ist grundsätzlich richtig. Kulturinstitutionen sind als Orte der Begegnung unverzichtbar und tragen entscheidend zur sozialen Teilhabe und Identifikation mit dem direkten Lebensumfeld bei. Angesichts knapper Haushaltskassen wird aber oft bei den freiwilligen Leistungen gespart. Und darunter sind leider eben viele kulturelle Angebote. Ein wegfallender Bücherbus, ein geschlossenes Programmkino oder ein weggekürztes soziokulturelles Zentrum bedeuten aber weniger Bildung, weniger Information und einen Verlust an gesellschaftlicher Teilhabe vor Ort. Um den Erhalt der kulturellen und sozialen Infrastruktur und nicht nur im ländlichen Raum langfristig zu sichern, braucht es zunächst eine dauerhaft finanzielle Entlastung von strukturschwachen Kommunen. Genau das fordern wir in unserem aktuellen Antrag, dauerhafte strukturelle Entlastung für Kommunen in Not. Hier muss die Bundesregierung endlich tätig werden. Außerdem sind eine abgestimmte demografische Gesamtstrategie und nachhaltige Konzepte für den Erhalt der kulturellen Infrastruktur gefragt. Denn viele ländliche Räume, beispielsweise im Nordosten Brandenburgs oder im Norden Sachsen-Anhalts oder in weiten Teilen Mecklenburg-Vorpommerns, stehen vor existenziellen Herausforderungen beim Erhalt der sozialen und kulturellen Infrastruktur vor Ort. Hier brauchen wir dringend Lösungen unter Einbeziehung aller politischen Ebenen. Denn um beispielsweise den Zuzug oder den Zugang zu Kulturangeboten im ländlichen Raum dauerhaft zu sichern, sind gute Mobilitätsansätze notwendig. Erst letzte Woche hat die Bundesregierung im Rahmen ihres Strategiekongresses Demografie allerdings erneut verpasst, dieses Problem endlich umfassend anzugehen. Was macht sie stattdessen? Uninspiriert und wenig engagiert verwaltet sie ihre sogenannte Demografiestrategie. Oder warum sonst wurde aus dem ursprünglich für den Sommer groß geplanten Demografiegipfel ein kleiner, geschrumpfter Strategiekongress im Herbst? Ich sage Ihnen, nicht zuletzt aufgrund der aktuellen Zuwanderung von geflüchteten Menschen, von denen viele bleiben werden, muss hier dringend viel mehr passieren, und zwar im positiven Sinne. Denn, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist ja keinesfalls neu, dass Einwanderung eine entscheidende Komponente für demografische Entwicklung ist, neben Alterung und dem Rückgang der Bevölkerung. Bisher beschäftigt sich aber lediglich eine von 10 Arbeitsgruppen des Strategieprozesses Demografie mit Einwanderung. Das reicht nicht, das müsste Ihnen auch klar sein. Und auch das Potenzial von Kultur bei der Bewältigung aktueller und zukünftiger demografischer Herausforderungen spielt im Rahmen der Demografiestrategie der Bundesregierung bisher fast gar keine Rolle. Einerseits fordern Sie mit Ihrem Antrag eine zukunftsweisende Kulturpolitik im demografischen Wandel. Andererseits haben Sie es leider verpasst, hierzu konkrete Forderungen zu stellen. Und außerdem fehlt mir ein nachhaltiges Konzept zur Stärkung der kulturellen Infrastruktur im ländlichen Raum. Eine Modellförderung hier oder ein Preis da, das sind erste wichtige Schritte. Aber langfristige Antworten sehen aus meiner Sicht anders aus. Und da müssen Sie, finde ich, schon den Mut aufbringen, an den grundsätzlichen Fragen etwas zu ändern und sich daran heranzuwagen. Und zwei Aspekte möchte ich konkret ansprechen. Zum einen wäre es sinnvoll, ernsthaft wirklich mal über das Staatsziel Kultur zu sprechen und zum anderen die Kulturförderung des Bundes grundsätzlich zu überarbeiten und an die jetzt neuen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen anzupassen. Hier finde ich nichts in Ihrem Antrag dazu. Und noch ein wichtiger Punkt. Es wurde schon mehrfach genannt, die Förderung von ehrenamtlichem Engagement ist ein sinnvolles Vorhaben. Das unterstützen wir ganz grundsätzlich auch. Aber dies als wichtigsten Schritt zur Lösung der Stärkung von Kultur im ländlichen Raum zu bezeichnen, wie es die Kollegin Freudenstein in ihrer Rede zur ersten Lesung, die zu Protokoll gegeben wurde, getan hat, das kann es allerdings wirklich nicht sein. Also das ist tatsächlich ja so, wenn Sie den Leuten, die im Ehrenamt dann tätig sind und sagen, macht ihr mal die Kulturpolitik im ländlichen Raum, wir als Politik ziehen uns daraus zurück, ihr macht mal die Arbeit und wir geben hier auch tatsächlich keine Finanzierung rein. Das ist das falsche Signal. Sie können nicht ernsthaft sagen, das ist der wichtigste Schritt für die Stärkung der Kultur im ländlichen Raum. Da bin ich Burkhard Wiener dankbar, der sagt, hier brauchen wir eine Balance, hier brauchen wir einen Ausgleich. Das kann nicht nur an die Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler ein Signal sein.
Stattdessen möchte ich, und da möchte ich ganz besonders darauf einen Wert legen, die Stärkung der Soziokultur plädieren. Das ist der Punkt, auf den Sie Ihren Blick nicht richten. Tatsächlich ist es so, dass viele geflüchtete Menschen auch im Kulturbereich nachhaltige Teilhabemöglichkeiten in soziokulturellen Zentren bekommen können. Umfassende Partizipation jeden Alters, jeder Nationalität und jeder Herkunft sind in soziokulturellen Zentren richtig aufgehoben. Hier steht eine große Bandbreite an künstlerischen Angeboten und Aktivitäten zur Verfügung, das gerade auch im ländlichen Raum. Notwendig ist deshalb eine nachhaltige Erhöhung und Sicherung der Mittel für die Soziokultur, für die Stärkung gesellschaftlicher Teilhabe durch Kulturangebote für alle. Vielen Dank. Die Kollegin Dagmar Wörl hat für die CDU-CSU-Fraktion das Wort.